ATSE Sektion Eishockey. Ein Mythos ist nach 28 Jahren wieder auferstanden und die Verantwortlichen treten im Zuge einer Pressekonferenz erstmals ins Licht der Öffentlichkeit. Als Überraschung wird einer der anerkanntesten Fachmänner im österreichischen Eishockey als sportlicher Berater präsentiert. Mit dem großen Know-how, das ich einfach habe, weil schon einige Male gerade bei Neubeginn, Neustart von Eishockey-Clubs von Beginn auf viel und oft mitgearbeitet in Wien, bei dem damaligen Zusammenschluss EC Wien, dann bei den Wiener Capitals auch ein Mitbegründer. Also alles von der Pike auf eigentlich großes Wissen, wie man da vorgeht im sportlichen Bereich. Ich glaube schon, dass ich da sehr viel helfen kann. Helfen wird auch die sportliche Zusammenarbeit mit dem EC VSV, der praktisch jährlich neue Spieler herausbringt und als Talenteschmiede fungiert. Die Zusammenarbeit soll einmal so sein, dass Spieler, die von uns ausgebildet wurden in Villach, nicht die Möglichkeit haben, im eigenen Verein, wo wir sehr, sehr viele Spieler ausbilden, Platz zu fassen, dass wir die weitergeben, dass sie den Spielrhythmus nicht verlieren, dass sie eine Saison spielen können, wo sie sonst nur auf der Bank sitzen würden. Und es ist besser zu spielen, als wie zu sitzen. Eine Kooperation wird es auch mit der Sporthauptschule Graz Brucknerstraße geben, um dem Eishockey-Nachwuchs Chancen zu ermöglichen. Also meine Ziele sind, möglichst viele schulpflichtige Kinder dem ATC Graz zuzuführen. Das Projekt und die Kooperation mit der Sporthauptschule Graz schaut folgendermaßen aus, dass die Sporthauptschule Graz hier ihre Ressourcen für den ATC Graz zur Verfügung stellt und die Kinder bei uns eine ordentliche polysportive Ausbildung bekommen. Das Spezialtraining fürs Eishockey bekommen sie dann im Verein. Ab dem Schuljahr 2009-2010 wird die erste Klasse mit Schwerpunkt Eishockey starten. Gute Aussichten also für die Sektion Eishockey im Gesamtverein ATSE. Wir wünschen uns, dass sich die Eishockey-Sektion so entwickelt. Wir werden sie entsprechend unterstützen. Wir wollen im Wesentlichen schauen, dass wir mit Spielern aus dem Grazer und aus dem steirischen Raum wieder jene Leistung erringen, wo wir uns eigentlich vor Jahren zurückgezogen haben. Der ATSE wird den österreichischen Weg gehen und als eines der mittelfristigen Ziele, so hofft man, in die Nationalliga aufsteigen.